So, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die letzte Veranstaltung im Rahmen von Kultur im Park, aber es ist nicht die letzte Veranstaltung hier im Park. Denn Sie wissen, nächste Woche haben wir noch unser erstes New Village Rock'n'Roll Festival von 17 bis 23 Uhr geht's nächste Woche rund. Ja, vor 14 Tagen haben wir mit einer Abordnung aus Wiener Neudorf sind wir nach Staats gefahren und haben Werner Auer besucht. Er ist ja dort Intendant in Staats und da hat er den Bösewicht gespielt in Sister Act. Heute Kontrastprogramm, heute verwöhnt er uns mit Liebesliedern. Ich darf Sie beruhigen, es wird heute nicht regnen. Ich habe nämlich so einen riesen Schirm und immer wenn ich den mit habe, regnet es nie. So wie letzte Woche habe ich einen kleinen mitgehabt, da regnet es immer, weil dann werden wir beide nass, meine Frau und ich. Heute wird es nicht regnen, denn ich habe meinen Trockenschirm heute. Immer wenn ich den mit habe, weil da passen wir beide gut runter, regnet es nie. So, und jetzt wünschen ich Ihnen und mir einen schönen Abend mit Werner Auer und seiner Band. Jetzt kommen wir zu Du bist die Schönste, die Größte, die Beste, ich will dich haben in Wien Stadtlau. Und da klingt es ganz anders. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Du weißt ganz genau, du bist die richtige Frau für mich, du Blume aus dem Gemeindebau. Ohne dich wär dieser Bau so grau und wer dich sieht, sagt nur, schau, schau, da kommt die schönste Frau von Stadtlau. So wie du gehst, so wie du dich bewegst, du weißt gar nicht, wie sehr du mich erregst. Andere haben bei mir keinen Schatz. Aber wenn sie immer so kommen ans Fernsehen, Herr Franz, ich möchte von dir nur einmal ein Lächeln kriegen. Schönste Frau von der Viererstier. Du bist die Blume aus dem Gemeindebau. Deine Augen so blau wie ein Stadtlauer Ziegelteig. Du Blume aus dem Gemeindebau. Und wenn wer kommt und sagt, wie war's, gne Frau, dann kann's leicht sein, dass ich ihm niederhau, weil du bist mein Venus aus Stadtlau. Wie das Ganze in Wien Otterkring klingt, hören wir uns jetzt an. Someone to love.
Someone, yes, someone to love. Someone to kiss. Someone to hold on a moment like this. I'd like to hear calling you, babe. I'll give him my love each night and day. I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone with nothing to do. I've got everything you can think of, but all I want is someone to love. Somebody, 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 please come on to me. I'll make you happy, just wait and see. I pray so hard that you think of that all I find is someone to love. Unfassbar. There's a calm surrender from the rush of day, when the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for the restless warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for the wide-eyed wanderer that we've got this far. Can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for if they only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason from the wild outdoors, when the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. So, meine Damen, Werner Auer und Love Songs, natürlich etwas Tolles, nehme ich an, oder? Das ist unsere Zeit. Unsere Jugend und ist bis jetzt die beste Veranstaltung, die wir gehabt haben. Ich war beim schönen Stars jedes Mal gehört und gesehen. Super.
Wir haben ja viel gelernt, nicht? Dass der Paul Anker der Bruder ist von der Ankerfabrik. Ja, das ist für mich auch neu. Ja, das haben wir alle nicht gewusst. Das haben wir nicht gewusst, aber wir nehmen es gern zur Kenntnis. Man kann immer was lernen in Wienerneuter. Ehrlich? Ja, passt, super. Gut, gute Unterhaltung für den zweiten Teil. Danke vielmals, danke schön. Wir freuen uns schon drauf. Herr Bürgermeister, Werner Auer bürgt wie immer für Qualität, gell? Der ist ein richtiger Freund von Wienerneudorf schon. Und die heutigen Lieder, gefallen dir die? Ja, also wie gesagt, wir kennen uns ja schon ewige Zeiten und ich bin froh, dass wir so eine enge Beziehung haben, nicht persönlich, also nicht nur persönlich, sondern auch künstlerisch, dass er alle Jahre nach Wienerneudorf kommt. Jedes Lied in Gassenhauer, ich merke mir Texte relativ leicht, also ich kann ja diese Lieder alle auswendig, nur ich meine, ich kann sie singen, aber nicht auf der Bühne, sondern hier, wo mich keiner hört. Also im Fernsehen nicht? Ich glaube nicht, dass ihr mich bis zur Kamera hören werdet. Also da ist der Werner auch viel zu laut dazu. Aber das Wolfsgeheul, das Falsche, konnte ich, glaube ich, ganz gut imitieren. Na, wir freuen uns sicher, wenn er wieder nach Wienerneudorf kommt. Ja, und vor allem, also man merkt immer, wenn er kommt, macht er ganz was anderes. Er kann ja Jazz, er kann Musical, er kann Schlager, er kann diese Liebeslieder. Also er ist ja ein Universalgenie, was dieses anbelangt. Und also Hut ab und er hat eine traumhafte Stimme. Gnädige Frau, heute ein toller Abend hier im Park, ja. Vor dem Rathaus, ja. Kann man sagen. Und Werner Auer ist Liebling, oder? Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber die Lieder kenne ich fast alle. Die sind super. Er hat ein breites Repertoire und er ist super. Und die Geschichten, was er dazwischen stellt, entsprechen meiner Meinung nach der Wahrheit, nach meinen Erfahrungen. Die vom Ankerbrot auch? Nein, die nicht. Aber sonst nicht alles eins zu eins ist ja nicht. Aber und er trifft irgendwie, glaube ich, den Geschmack der Leute, der älteren Leute, sagen wir so. Ich glaube nicht nur der Älteren. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Meinen Geschmack trifft er. Mir gefällt es sehr gut. Es hätte mir leid getan, nur hätte ich es dann nicht gewusst, wenn es ausgefallen wäre, sagen wir so. Okay, dann wünschen wir einen gute Unterhaltung für den restlichen Teil, gell? Ich freue mich schon am zweiten Teil. Wie gefällt es denn euch heute sehr bei gut. dem Programm? Sehr, sehr gut. Ist ja? Super. Ja, tolle Musik. Es sind ja eigentlich ein bisschen ältere Leute da, aber sie sind das ja eigentlich passen da fast so gar nicht dazu, gell? Aber die Musik gefällt trotzdem, ne? Ja, gefällt sehr gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Ambiente und eine sehr schöne Auswahl an Liedern. Gefällt uns sehr, ja. Ich glaube, die ganze Band und der Auftritt von dem Ganzen, da merkt man halt schon eine sehr große Professionalität. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch gesanglich sehr, sehr angenehm zu hören, die Stimme. Und auch die Band passt natürlich hervorragend. Der Werner Auer ist ein Freund von Wienerneudorf, der kommt des Öfteren. Habt ihr ihn schon ein paar Mal gesehen bei uns? Nein, jetzt zum ersten Mal, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Ja? Sind erst frisch nach Wienerneudorf gezogen, ja. Aus Wien, und nehmen jetzt gerne das neue Programm mit. Ja. Wunderbar, dann wünschen wir noch gute Unterhaltung für den zweiten Teil. Gell? Ja, und ein paar Ratschläge mitnehmen, ne, von heute. Ja. Auf jeden Fall. Und nur die positiven. Ja. Nur die positiven. Tschüss, schönen Abend. Danke. Noch, gell? Danke. Ein Lied 1986 hat das Wolfgang Ambros für seine jetzige Ex-Frau geschrieben. Da hat er noch gedacht, es geht sie irgendwie aus. Langsam werden wir schon zusammenwachsen. Wir streiben oft, wir fliehen übers Meer. Wir wissen haargenau, wann's genug ist, doch immer wollen wir mehr. Wir sind uns manchmal völlig fremd, doch froh, dass wir uns haben. Wir haben uns und wir
wachsen, wachsen wir zusammen. Wir sehen uns oft, zwei Monate nicht, das ist halt so, das gehört dazu. Doch wir riskieren nix, wir prüfen uns täglich, wir lassen uns keine Ruhe. Manchmal träumen wir's furchtbar wild, doch meistens ganz normal. Und manchmal sind wir direkt froh. Manchmal sind wir unausstehlich, doch langsam wachsen wir zusammen. Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, dass ich nimmer mehr will und auch nimmer mehr kann. Bitte ruf nicht an. Ruf mich nicht an, weil ich hör nur deine Stimme und dann schlaf ich nicht ein, bis ich wieder die blöden Tabletten. Dann geh ich spazieren. Ganz ohne Grund, ich hab nicht einmal einen Hund zum Essen viel. Und wenn ich heimkomm, ist alles wie's war und mein Polster riecht immer noch deine Haare, hörst du dir an noch. Ich weiß, du hast jetzt einen Freund mit einem Porsche. Sag ihm doch, er soll in den Busch gehen und komm wieder heim zu mir. Er geht mit dir jeden Abend fein essen. Sag, hast du schon vergessen, wie der Leberkäse schmeckt aus dem Zeitungspapier. Stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more. I am strong when I'm on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up.
ist lang vorüber und Adieu hast hinter dir. Von Ruhm und Glanz ist wenig über, sag mir wer zieht nach den Hut vor dir. Außer mir, ich kenn die Leid, ich kenn die Rotten, die Dummheit, die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten jederzeit. Da kann man machen, was man will, da bin ich her. Da schmützt das Eis von meiner Seele wie von einem Gletscher im April, aber man's schon vergessen hat. Ich bin dein Opfer, du mein Stamm, so wie der Wasser da aufwärts rinnt und wieder still ich komm zu spät, fast wie die Tränen von einem Kind. Wie da mein Blut auf einmal schnell, sag ich am Ende der Welt voll stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein. I am from Austria. Es waren die Städte oft zu beneiden. Heut flieg ich noch viel weiter fort. Ich sehe die meist nur von der Weide. Wer kann verstehen, wie weh das manchmal tut? Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehr ich hin. Da schmützt das Eis von meiner Seele wie von einem Gletscher im April. Aber man schon vergessen haben. Ich bin dein Opfer, du mein Stamm. So wie der Wasserfall wär's lieb. Und wieder steh ich und so höll. Fast wie die Tränen von einem Kind. Wir haben ein Blut auf einmal schnell. So wie am Ende wird voll stolz. Und wenn ihr wollt, auch ganz allein. I am from Austria. I am from Austria. I am from Austria. So, das ist die Gage, die wir uns ausgemacht haben, glaube ich. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir feiern 100 Jahre Niederösterreich und wir haben Sie heute gehört. Das singende Multitalent von Niederösterreich, Werner Auer. Wir haben ihn schon so oft in Wiener Neudorf gehabt und jedes Mal etwas anderes, ob es Musical ist, ob es Jazz ist. Ob's es wird nicht der letzte Abend und nicht der letzte Auftritt von Werner Auer bei uns sein. Weil es der Herzhust Wiener Berg hat, ist mir eingefallen. Auch der Reinhard Fendrich hat es für seine spätere Ex-Frau geschrieben. Ich habe die Andrea mal gefragt, du, was hat der Reinhard da gemeint für dich? So, das ist ein Koffer, ich weiß selber nicht. Also irgendwie fällt mir ja auf, dass die besten Liebeslieder immer für die Ex-Frauen, die späteren, geschrieben worden sind. Siehst du, Gabi, deshalb schreibe ich dir nie ein Lied. Ich möchte mit dir alt werden. Du kriegst Gedichte, aber keine Lieder von uns. Von mir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war... Aber ich glaube, wirklich ein Höhepunkt, das war Kultur im Park. Merken Sie sich, 5.12., 19., 26. August 2032. Das sind hier am Samstag die nächsten Veranstaltungen bei Kultur im Park. Ich hoffe, ich sehe Sie wieder.
32 habe ich gesagt. Legastheniker. 23, 32 machen wir auch Kultur im Park. Machen wir auch. Wir haben Zeit. 32, okay, engagiert. Ich bin doch nicht mehr Bürgermeister, engagiert, ist mir wurscht. Ja, ich denke mir, wir haben heute sehr viele Liebeslieder gehört. Sie werden wahrscheinlich mit sehr viel Gefühl nach Hause gehen. Ich weiß ja nicht, wie laut oder leise Sie sind, wenn Sie dann Gefühle haben. Machen Sie mal bitte die Fenster zu, weil sonst glauben die Leute, dass ein Rudel Wölfe bei Ihnen zu Hause ist. Kommen Sie gut nach Hause, es soll in einer halben Stunde regnen. Mein Schirm hat wieder dafür gesorgt, dass es nicht regnet. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie vor allem nächstes Jahr wieder, kommen Sie nächste Woche wieder, Rock'n'Roll. Und eins muss ich noch sagen, 100 Jahre Niederösterreich, Wiener Neudorf. Wir haben ein Buch geschrieben, viele Wiener Neudorf und wir sind auserkoren. Wir haben den Sommerbuchwettbewerb gewonnen. Otto Jaus wird am Montag im Migazi-Haus 19 Uhr, kommen Sie bitte dieses Buch vorstellen. Bitte, bitte kommen Sie und jetzt alles Gute, gehen Sie nach Hause. Vielen, vielen Dank, das muss ich noch sagen, für alle, die beigetragen haben für Kultur im Park. Danke meinem Team von der Kultur, danke dem Wirtschaftshof unter Leitung von Martin Billensteiner. Großartig, was ihr geleistet habt. Danke für die Kulinarik, der Jubiläumswirtin und unserem Wienerbräu. Vielen, vielen Dank für alle, die diesen letzten Monat zu einem Riesenfest gemacht hat. Jetzt bin ich fertig. Alles, alles Gute.